behind your eyes. Oder wie er auch, warum auch immer im Deutschen heißt. Sie weiß von dir. Kennt ihr das? Wenn das Ende einer Serie so richtig scheiße ist. Ja, ist okay. Wir wissen alle, wie scheiße das Ende von Game of Thrones war, ja? Es gibt einige Serien, die extrem gut sind, aber naja, ein miserables Ende hatten. Wir sprechen heute über eine Situation in einer Serie, die ist auch schon in Serien wie How I Met Your Mother, Two and a Half Men oder ja auch in Game of Thrones gab. Ah, wir abends. Verstanden. Also, wo waren wir nochmal? Ach ja, meine Freundin und ich. Hi. Wir haben letztens die Serie Behind Your Eyes auf Netflix geschaut. Und wir waren richtig, richtig begeistert. Und dann kam das Ende. Dieses gottverdammte Ende. Rollt das Intro. Fassen wir hier nochmal die Story zusammen und vorab, es gilt massive Spoilerwarnung. David und Adele ziehen nach London. Dabei macht sich David abends ein bisschen auf den Weg in die Londoner Bars und trifft da Louise. Sie küssen sich am Abend fast, nachdem sie sich unheimlich gut verstanden haben, jedoch flüchtet David zuvor. Am nächsten Tag stellt sich dann allerdings heraus, dass David Louise neuer Vorgesetzter auf der Arbeit ist. Kurze Zeit später entsteht so eine Affäre zwischen Louise und David, bis dann Louise eines Tages plötzlich Adele trifft und sich mit ihr anfreundet. Jedoch bricht Louise die Affäre nicht ab und schläft weiter mit David. Aber parallel lernt sie dann von Adele, wie man seine Träume kontrollieren kann. Mit der Zeit, nach einigen Intrigen, stellt sich ein Geheimnis nach dem anderen heraus und einige böse Geheimnisse lauern hinter Adele und David. Adele ist psychisch krank und nimmt eine Menge Tabletten, während David aggressiv und kontrollierend zu sein scheint, worauf Louise natürlich die Affäre beendet und sich auf die Seite von Adele schlägt. Mittlerweile kann Louise astral reisen und jetzt kommen die heftigsten Spoiler. In Wahrheit ist Adele die Böse, denn sie war vor einiger Zeit mal in einer psychiatrischen Anstalt, wo sie sich mit einem gewissen Robert angefreundet hat. Sie bringt ihn nach ihrem Aufenthalt in der psychiatrischen Anstalt sogar mit nach Hause und stellt ihm ihren Mann vor. Robert bringt Adele das Astralreisen bei, verpasst sich dann nach einer Weile einen Schuss Heroin und fordert Adele dazu auf, mit ihm astral zu reisen. Dabei trickst er sie aber eiskalt aus. Klaut ihren Körper, verpasst seinem Körper nochmal eine zweite Dosis Heroin, die tödlich ist. So ist die echte Adele gestorben und Robert entledigt sich des alten Körpers in einem tiefen, tiefen, dunklen Brunnen. Nun will Robert Louise' Körper übernehmen, da sie und David sich gegen ihn gestellt haben. David möchte sich scheiden lassen, um mit Louise zusammenzukommen. Und ab hier ist die Serie grandios. Nur ab diesem einen Moment, ab hier, in den letzten Folgen stürzt die Serie wegen dieser einen Sache ab. Also, wie kann jetzt dieser Plot, der eigentlich sogar ziemlich unerwartet kam, jetzt plötzlich schlecht sein? Weil Louise' Aktion dämlich ist! Ihr müsst euch vorstellen, Robert hat das Haus abgeschlossen, es dann angezündet, dann Abschiedsbrief geschrieben, dann noch eine SMS an Louise geschickt nach dem Motto, dass sehr stark darauf angedeutet hat, dass er sich gleich umbringen wird, sich dann mit einem Schuss Heroin ins Bett gelegt. Und was ist eure erste Reaktion? So, meine Damen und Herren, wir haben die Situation beschrieben und jetzt kommt die 1-Million-Euro-Frage. Und hier sind Ihre 4 Antwortmöglichkeiten. Also wie würden Sie in dieser Situation reagieren? Antwort A. Sie kaufen sich ein Playmobil-Feuerwehrauto. Antwort B. Ich alarmiere die Feuerwehr, die Polizei, nenne Ihnen die Adresse, wo Sie hinfahren müssen und mache mich dann selbst auf den Weg dorthin. Antwort C. Danke, Merkel.
Und Antwort D. Ich lehne mich an das brennende Haus, mache dort ein Schläfchen und mache eine Astralreise, die mir überhaupt nichts bringt. Schwere Frage. Ich glaube, ich nehme mal den 50-50 Joker. Okay, der 50-50 Joker, dann haben wir noch Antwort B und D. Ich glaube, die richtige Antwort ist B. Wir loggen ein und das ist nicht richtig. Was? Ja. Was? Ja. Was? Ja. Ja, sie lehnt sich an das fucking brennende Haus und macht erstmal ein kleines Schläfchen. Dann reist sie mit dem Astralkörper hoch ins Schlafzimmer und beobachtet den leblosen Körper, denn mehr kannst du als Astralreisender sowieso nicht machen als beobachten. Sonst kannst du nichts machen. Deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, diese Astralreise zu machen. Keinen! Roberts Astralkörper versteckt sich jedoch und als Louise dann im Schlafzimmer ist, steppt er mal eben zu Louise Körper und klaut ebenfalls ihren Körper. Und das ist der ganze Plot. What the fuck stimmt nicht mit dir? Ich meine das jetzt ernst. Was hat sie sich jetzt dabei gedacht? Dass sie jetzt so magische Kräfte plötzlich kriegt oder den Stein der Weisen heraufbeschwören kann. Versteht mich nicht falsch. Der Plot mit dem Körperklau ist eigentlich mega genius. Aber die Art, wie es dazu kommt, ist halt einfach absolut dämlich. Warum handelt Louise genauso? Warum taucht erst jetzt die Polizei und die Feuerwehr auf? Die Sache ist, Louise muss die erstmal selber dahin fahren. Sprich, hätte sie noch bevor sie losgefahren ist, die Behörden alarmiert, wären die legit einfach vor ihr da gewesen. Und das hat mega abgefuckt. Dadurch, dass sie so untypisch und dumm handelt, wirkt das Ende irgendwie... Naja, ich würde sagen, unbefriedigend. Wenn euch das nicht stört, dann schaut diese Serie. Wirklich, sie ist super, super gut. Nur halt eben auf diese eine Szene. Aber wenn ihr sagt, hey, hat doch Sinn gemacht und finde ich voll gut das Ende, dann müsst ihr das für euch selber entscheiden. Das war's für heute. Wir wollten einfach mal Dampf ablassen. Wir sehen uns auf der Endcard. Hey, willkommen auf der Endcard. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und jetzt mal die Frage, habt ihr auch schon mal eine Serie geguckt, wo ihr euch übelst über das Ende geärgert habt oder es zumindest unbefriedigend fand? Wenn ja, dann haut es mal in die Comments. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne bewerten und hier unten abonnieren. Wir sehen uns nächstes Mal. Bye! Bye.